Willkommen zurück in London, willkommen zurück mit Nicole Cola in Baphomets Fluch 2 und ja, wir sind ja im Museum jetzt von Pirat Fetch und oh, ich bin noch ganz benommen, muss ich ganz ehrlich sagen hier, weil ich habe ja gerade das Video für euch gerendert, welches ja für euch schon gestern erschienen ist. Quasi dieses Special-Video in Anführungsstrichen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke es nochmal unten hier im Video, in der Videobeschreibung. Und ja, ne? Wow, da muss ich mir kurz mal ein bisschen runterkommen. Calm down. Und jetzt sind wir im Museum und müssen den Jaguarstein finden. Zumindest ist hier unsere erste Spur, die uns hier hinführt. Die Statue sieht mittel- oder südamerikanisch aus, vielleicht aztekisch. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Part 11, ist das, glaube ich. Und ja, ich muss deswegen hier jetzt schon den Part aufnehmen, weil ich heute, also gestern für euch, quasi Donnerstag nicht da war, um aufzunehmen. Deswegen muss ich das jetzt schon machen und das gleichzeitig dann mit diesem Geheimvideo, was jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz so geheim für euch ist. Im Prinzip kann ich ja sagen, hier Haunt und so, Haunt the Real Slender Game. Und deswegen muss ich das jetzt hier aufnehmen, weil ich heute, also weil ich gestern woanders übernachtet habe. So, aber das ist so viel zu dem Thema jetzt hier, jetzt geht's hier weiter. Ich bezweifle, dass ich diesen Steingiganten in meinem Handtäschchen rausschmuggeln könnte. Aber du könntest zumindest mal versuchen. Aber du gibst dir immer keine Mühe hier, der George, der wird schon mal dran rumzerren und so. Ein Telefon, wahrscheinlich nur für das Personal. Nur fürs Personal? Okay. In der Vitrine stehen ein paar Vasen. Vielleicht bin ich deswegen ja eine Philisterin, aber alte Vasen langweilen mich. Eine Philisterin? Okay. Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon, hier geht's noch weiter. Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was Doch. Ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Ach Drake so. Dr. John Dee geschenkt hat. Okay. Die Vitrine ist verschlossen. Na, dass wir da einfach so dran rumrütteln können, ist aber verwerflich, ne? Wenn wir hier uns den Typi anschauen, den Wachmann. Eine riesige Statue von jemandem, der wichtig gewesen sein muss. Früher mal. Na, George wüsste da bestimmt mehr drüber als du. Von dieser Statue will ich nichts wissen. Naja, vielleicht wo er den Hut her hat. Dreschik. Die Statue sieht vom Motiv her buddhistisch aus, aber die Ausführung ist mittelamerikanisch. Okay. Leicht indianisch angehaucht, oder? Hier ich so. Will mit dieser Statue nichts zu schaffen haben. Sie macht mich irgendwie nervös. Ja, ist ja in Ordnung. Beruhig dich, Schatz. Diese Vitrine enthält einen Dolch, geschmückt mit Maya-Mustern. Die Vitrine ist abgeschlossen. Der Museumswärter zeigt es nicht offen, aber ich fühle, dass er jede meiner Bewegungen verfolgt. Na, so wird's wohl sein. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Boah, vielleicht. Ich glaube nicht, dass sich der Museumswärter für eine Haarspange interessiert. Nicht mal für eine so niedliche wie die hier. Eine so niedliche? Haben Sie jemals von einem englischen Schiffskapitän gehört, der El Draco hieß? El Draco? Klingt nicht gerade sehr englisch, was? Ich glaube, so haben ihn nur die Spanier genannt. Das war etwa in der Zeit der Konquistadoren. Im 16. Jahrhundert? Ach, dann weiß ich, so haben die Spanier Sir Francis Drake genannt. Ah. Francis Drake? Also stell dich doch nicht so dumm an. Haben Sie irgendetwas hier, was ihm gehört? Allerdings, junge Dame. Wir haben ein paar Artefakte hier, die er von einer seiner Reisen mitgebracht hat. Oh yeah. Nice. Was können Sie mir denn über den Wahrsagespiegel erzählen? Ach, der gehörte dem Alchemisten und elisabethanischen Teilzeitspion Dr. John Dee. Sir Francis Drake brachte ihn aus der neuen Welt mit und schenkte ihm die. Er stammt aus der Maya-Kultur. Okay, das erinnert mich irgendwie an das Intro, was wir gesehen haben. Was ist ein Wahrsagespiegel? Naja, so eine Art Kristallkugel, nur dass man nichts darin sieht. Offenbar hatte die einen Partner, der durch den Spiegel mit den Engeln redete. Wenn Sie mich fragen, hat er einfach völlig einen an der Kappe. Ja,
Das ist wohl eher der Fall. Er sieht dem Kojotenstein überhaupt nicht ähnlich. Dieser Stein hier sieht aus wie ein kleiner, schwarzer Rasierspiegel. Ist der Wahrsagespiegel das einzige Stück aus Obsidian, das Drake Dee geschenkt hat? Komisch, dass Sie danach fragen. Nein, es gibt noch ein anderes. Der sogenannte Jaguarstein. Genau. Dee mochte ihn aber nie. Er sagte immer, da sei ein Engel in dem Spiegel, aber Teufel in dem Stein. Okay. Kann ich mir Dees Spiegel bitte einmal aus der Nähe ansehen? Nein, natürlich nicht. Darum ist die Vitrine ja abgeschlossen. Danke, Kumpel. Die haben so ein neues interaktives Modell ausprobiert. Und Sie können sich ja denken, was passiert ist. Die verdammten Kids sind mit der Hälfte der Ausstellungsstücke abgehauen. Lord. Erleben mit den Händen. Mhm. Ja, vor allen Dingen. Zu meiner Zeit hieß es noch, Hände weg, sonst erlebst du was. Ich frage Sie, was wissen Kinder von der alten Maya-Zivilisation? Nix. Genau. Nix. Ja, das stimmt. Wissen Sie etwas über den Jaguarstein? Aber natürlich, junge Dame. Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Ja, das hat er schon mal gesagt. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Ach, endlich. Ich habe schon... Ach, was egal. Was wollte denn jetzt sagen? Ich habe schon... Da ist er. John Dees berühmter Wahrsager. Den habe ich schon gesehen von außen. Ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Nee, bitte nicht, Lupineo. Das ist doch nicht der Spacken. Oh, was? Diese junge Dame hat ein paar Fragen, Professor. Lol, was der denn hier? Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon, wie? Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Das Telefon für Personal hängt hier frei öffentlich rum, oder was? Das ist doch Blödsinn. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Das hat man schon mal, das Gespräch. Ich dachte, Sie bleiben in Caramonte, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Tja, leider hat das Geschäft Vorrang. Eine wichtige Ladung von Kunstwerken, eine Leihgabe an das britische Museum. Aber ich gedenke rechtzeitig wieder in Caramonte zu sein. Okay. Und jetzt? Na? Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Das kommt mir nicht ganz spanisch vor, ey. Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden... Oh ja, jetzt wird's interessant. Ach, den können wir mit der Ausfrage aufmachen. Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Der Aubier. Mitgehen? Der Aubier. Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Natürlich. Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. War das. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Ach, was. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Ja. Und wie machen wir das am dümmsten? Ja, das ist in meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin. Schade, ne? Die beiden jungen Japanerinnen amüsieren sich unverständlicherweise köstlich über irgendwas. Na, dann gucken wir doch mal, über was die sich so köstlich amüsieren. Bonjour. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Sag nicht, die lachen wieder so dämlich. Oh, hallo, gozaimasu. Was gibt's da zu lachen? Sag nicht, das sind dieselben. Okay, schon gut. Meint ihr, das sind dieselben? Nee, oder? Müsste ich mir mal einen älteren Part anschauen, oder könnt ihr ja, wenn er wollt, müsst ihr nicht. Sind das dieselben Weiber wie in dem anderen Museum? Äußerst dubios. Die Maske sieht eher afrikanisch als amerikanisch aus.
Ich will die Maske nicht, auch wenn sie mich an jemanden erinnert. Ah, sag bloß an George oder was? Da steckt ein kleiner Schlüssel im Schloss. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren Vitrine fernhalte. Mhm. Ein handgewebter Wandbehang mit einem südamerikanischen Muster. Ich habe den Stein nicht gestohlen. Ich war noch nicht mal in seiner Nähe. Wer soll es denn Ihrer Meinung nach sonst gewesen sein? Oh, sollen wir wirklich Obier verdächtigen? Wer ist überhaupt das da? Ach, er selbst vielleicht? Vielleicht waren Sie es. Obier muss es getan haben. Sie müssen schon entschuldigen, dass ich lache. Aber er ist ein Gelehrter, ein Professor. Das war Moriarty auch. Gelehrter oder nicht, er ist Ihr Dieb. Halten Sie es denn nicht für merkwürdig, dass Obier dringend zu den Docks muss? Nicht im geringsten, junge Dame. Er muss dort das Löschen einer wichtigen Ladung beaufsichtigen. Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Eine Leihgabe aus Mexico City. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Sie hat unten an der Tower Bridge festgemacht. Warum fragen Sie? Nur so eine Idee. Die Frage ist jetzt allerdings, ne? Wenn er hier, der komische Wachmann, die ganze Zeit hier stand und in die Richtung geglotzt hat, wie kann dann Obier das Ding geklaut haben? Das ist doch auch schon wieder ganz komisch. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Genau, sehr geholfen, ey. Können wir da rein? Ohne Probleme? Ernsthaft? Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Na scheiße. Das ist ein Ausstellungsstück? So ein komischer Vorhang oder was? Ein handgewebter Wandbehang mit einem... Ja, ist ja gut, ist ein blödes Muster drauf. Und schon ist das Ding wertvoll. Ist klar, ey. Ich glaube, wir müssen George jetzt anrufen und ihm sagen, dass er den Wachmann ablenken soll, oder? So wie im ersten Teil... Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Alles klar. Dann eben nicht. Aber was machen wir? That is the question. Sowas würde George tun, ich nicht. Ich nicht. Sowas wird... Ja, ich weiß. Ich nicht. Aber wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hier ist doch nichts. Hier ist nichts. Und rechts bei dem Vorhang, da dürfen wir auch nicht ran. Vielleicht bin ich deswegen ja eine Phil... Ja, ich weiß. Philistin. Aber was machen wir denn da? Vielleicht hier Haarspange plus hier Mädchen oder was? Nee. Stimmt nicht. Ich bezweifle, dass mir diese Gackerhühner irgendwie helfen können. Ja, genau. Das glaube ich auch. Aber den Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel für ein kleines Schloss. Ach, den dürfen wir uns nehmen? Na, ist klar, ey. Der Schlüssel zur Ausstellungsvitrine im Museum. Ja. Sprechen wir den mal drauf an, oder? Geht das? Oh ja. Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Somit kann es nur ein Museumsangehöriger gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja gut. Gott hat damit nichts zu tun. Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Obier. Nun, das sollten wir lieber die Polizei entscheiden lassen, nicht wahr? Ich rufe sie besser gleich an. Und wir machen uns aus dem Staub. Hab ich recht, Nico? Hab ich recht? Komm schon, Baby. Hallo? Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn die Polizei kommt. Ja, ich bleibe dran. Aber ich muss Obier einholen. Und zwar schnell. Na dann los! Und tschüss, Mann. Einfältiger Typ, ey. Tut mir leid, junge Dame, aber ich muss Sie bitten, hier zu bleiben. Aber Sie verdächtigen doch nicht etwa mich, den Stein gestohlen zu haben. Nein, aber Sie müssen bei der Polizei Ihre Aussage machen. Scheiße, Sie sind eine Zeugin. Lol, ey. Machen wir denn jetzt, verdammter Mist? Dann hier Vorhang. Zack, zack. Ja, genau, Baby. Und durch da, Mann. Nee. Die Türen sind solide. Ja, guck mal hier. Die Türen sind solide verschlossen. Scheiße. Die Türen sind solide.
Kacke, wie kriegen wir das denn jetzt auf? Ach Mist. Ich dachte, wir kommen jetzt hier raus. Solide verschlossen. Aber wir haben doch... Der Schlüssel zur Ausstellungsvitrine im Museum. Ach, nur für die Vitrine, hm? Ach, scheiße, ey. Dann machen wir halt hier... Was mal auf hier, Schätzchen. So, nochmal. Jetzt mach halt. Ach, Kacke. Ach, die stellt sich aber manchmal schon immer an. Der George hat schon längst dran rumgefummelt und gemacht. Ja, ich weiß schon. Die Türen sind solide verschlossen. Ja. Die Türen. Aber was bringt denn uns das, dass wir das jetzt hier. Vielleicht finden wir noch Spuren oder was an der Vitrine? Alles, was sich noch in der Vitrine befindet, ist die Karte mit der Beschreibung des Steins. Ah. Es dürfte weniger verdächtig. Ja. Es ist ziemlich zwecklos, die Vitrine jetzt abzuschließen, wo der Stein schon weg ist. Ja, dann gehen wir halt mal zum Spiegel rüber. Oder vielleicht macht der Schlüssel auch die andere Vitrine auf. Vielleicht ist da generell für alle Schlüsseln, für alle Vitrinen gedacht. Mal gucken. Weißt du nicht, was der Spiegel uns dann bringen soll, aber heißt ja nicht umsonst die Spiegel. Der Schlüssel passt nicht in dieses Schloss. Aber. Sowas würde George tun. Och, Manu. Das ist der Obsidianspiegel, den Drake John Dee geschenkt hat. Die Vitrine ist verschlossen. Ja. Nun, da fällt mir bestimmt noch was Besseres ein. Glaub nicht, ey. Dann passt es bestimmt für die Vitrine auch nicht, ey. Niemals. Never ever. Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Ach, was. Und? Ah, was haben wir da? Ein Dolch aus Obsidian. Oh. Dünn und rasiermesserscharf. Alter, was bringt uns das denn? Damit können wir jetzt bestimmt hier... Pass mal auf, wenn wir jetzt damit hier... Nee. Das wäre ja lustig gewesen, oder? Wenn wir das damit hier aufschnippeln. Also das Glas aufschneiden, weil das so rasiermesserscharf ist. Aber dann halt nicht, ne? Was können wir denn mit dem Dolch jetzt machen? So. Hä? So, die Tür ist zu. Nee, oder? Was macht sie denn? LOL! Ernsthaft? Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Ist klar, ey. Mit einer Haarspange nicht, oder was? Aber hier mit einer... Mit einer Klinge, oder was? Mit dem Dolch. Ja, natürlich. Oh, zum Museum hier von Piraten. Der Raum wurde wie das Innere eines Segelschiffes dekoriert. Und zwar ausgesprochen wirksam. Ja, oh, cool, ne? Nico ist jetzt erstmal zumindest aus dem Museum entkommen. Wir haben hier wieder unsere roten Schlüpfer und hier unser Bronsons Theodolit. Genau, Theodolit. Hätte ich doch gewusst, dass das so heißt. In die Oberfläche des Schreibpultes ist eine Vertiefung eingelassen. Ich vermute, sie sollte verhindern, dass irgendwelche Sachen bei schwerem Seegang runterrollen konnten. Außerdem gibt es eine Tintenschale sowie, ein paar Zentimeter davon entfernt, ein kleines Loch mit einer Schreibfeder drin. Oh, so nice. Guck mal hier. Eines dieser alten Schreibgeräte aus einem angespitzten Gänsefederkiel. Ja, nehmen wir mit, oder? Können wir immer mal gebrauchen, so eine Feder. Genau, George. So ist richtig. Diese Feder könnte in kitzligen Situationen vielleicht mal mein Leben retten. In kitzligen Situationen, sagt er. Ein Halter für den Federkiel. Stabil am Schreibpult befestigt. In der Ecke des Schreibpultes ist eine Schale für ein Tintenfass eingelassen. Ich vermute zumindest, dass da ein Tintenfass reingehört, obwohl die Schale mir unnötig groß vorkommt. Vielleicht hat Ketch sie auch benutzt, um seine Rumflaschen bei schwerem Seegang zu stabilisieren. Rumflaschen? Okay. Wie können wir da ein Stück Kohle drauflegen? Nö. Ach so. Hier rein vielleicht? Narrk. Nö. Aber vielleicht dafür? Nö. In die Oberfläche des Schreibpultes ist eine Vertiefung. Außerdem... Ja, hast du schon gesagt, Georgie Boy. Was wollen wir mit der Feder machen? Der Federkiel, den ich im Catch-Museum gefunden habe. Das ist es. Tintenfasshalter. Ja, damit können wir erstmal noch nichts machen. Zumindest...
fällt mir im Moment gerade noch nichts ein. Ein altes Buch. Krakelige Handschrift füllt die Seiten. Schiffslochbuch. Eieiei, was die alles schon aufgehoben haben. Wann fickter Merv? Fech, Feen, Hundert und Fech, Fund, Fiepfig. Fregatte vor Fanfall Fador aufgebracht. Was für ein Schrott. Ich schätze, für eine Piratenkarriere waren nicht allzu viele akademische Grade Voraussetzung. Das Schriftstück beschreibt weiter, wie Ketch von der Ankunft englischer Schiffe Wind bekam. Es scheint, als hätte der neue Gouverneur bezüglich Ketchs Aktivitäten nicht die Ansichten seines Vorgängers geteilt. Sie wollten seinen Kopf. Segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass der Gouverneur niemals entdecken wird, was ich versteckt habe. Denn steht es nicht geschrieben, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird? Okay. Ein wunderschön zusammengebautes Modell eines Segelschiffes. Das Schiff sieht zu zerbrechlich aus. Das fasse ich lieber nicht an. Segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass der Gouverneur niemals entdecken wird, was ich versteckt habe. Denn steht es nicht geschrieben, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird? Okay. Eine hübsche Öllaterne aus Messing. Ernsthaft? Lol. Mit der Laterne in der Hand fühle ich mich irgendwie biblisch, wie Jesus oder Florence Nightingale. Ja, und jetzt? Was machen wir mit der blöden Laterne? Kann man hier so abstellen bestimmt, oder? Ah, Tatsache. Geil. Die Laterne passt so genau in die Schale, dass das kein Zufall sein kann, sondern nur Absicht. Okay. Okay. Cool. Für was auch immer. Ah, können wir bestimmt noch sehen. Pass mal auf jetzt hier. Das ist Captain Ketchs Seemannskiste. Ihr verwittertes Äußeres erinnert an salziges Seemannsgarn, Abenteuer zur See, rasselnde Säbel, lange Monate auf See mit einer rumgedrängten Mannschaft, an Meuterei und Schiffszwieback voller Maden. Und mittendrin diese Kiste, randvoll mit Ketchs Beute, Perlen, Diamanten, Smaragde, Dublonen. Andererseits hat er vielleicht auch nur seine Reserveunterhosen darin aufbewahrt. Ja, wie der immer dann anfängt zu sinnieren über was passiert sein könnte oder was sein könnte und, oh, ich liebe das, ey. Ah, ich liebe das. Oh, Überraschung! What the fuck, die ist hier. Eieiei, die glotzt schon ein bisschen irre, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf. Was zur... Wer bist du? Ich bin Emily. Was hast du denn da drin gemacht, Emily? Verstecken gespielt. Und was machst du hier? Erwachsenenkram. Erwachsene? Puh. Ich werde nie erwachsen. Du solltest dich hier nicht rumtreiben. Wie heißt du? Ich heiße George. Freut mich sehr, Shorts. George? Shorts. Heilige Maria. Entscheide dich. Heilige Maria, entscheide dich! Ach, wie geil, ey. Ja, ne? Was machen wir denn jetzt ein bisschen hier? Weißt du, wie man mit einem Theodoliten umgeht? Na klar. In meiner Schule lernen wir nichts über Landvermessung. Das haben wir erst in der 5. Klasse. Ernsthaft? Okay. Möchtest du gern Dart spielen? Nö. Och, komm schon. Ich werfe, du fängst. Das ist aber gefährlich. Dann stecken nachher die Pfeile in mir und ich muss ganz doll bluten. Ach komm, sei doch nicht so. Guck mal, ein alter Maya-Stein. Ist das ein Zauberstein? Naja, das weiß ich nicht. Oh. Ich wette, du schaffst es nicht, dieses Stück Kohle jetzt eine halbe Stunde im Mund zu halten. Kann ich wohl. Könnte ich stundenlang im Mund halten. Ach wirklich? Dann komm, beweis das mal. Mag nicht. Und wenn du mich zwingen willst, sag ich das Tante Mina. Warum gehst du nicht mit Rio spielen? Ich darf nicht. Wieso das nicht? Weil die Tante Frost gesagt hat, ich darf nicht aus dem Haus gehen. Darum, Herr Naseweiß. Zu schade. Herr Naseweiß, sagte. Warum fragst du nicht deine andere Tante, ob du mit Rio spielen darfst? Tante Mina ist Lala.
sagt Tante Frost immer. Sie sagt auch immer, als der liebe Gott den Verstand verteilt hat, war Tante Mina gerade weg, um sich eine zweite Doppelportion Kinn abzuholen. Oh, wie geil. Eine zweite Doppelportion Kinn. Dieser Rio ist ein cleveres Kerlchen. Der hat mir geholfen, Bronson zu überlisten. Rio ist schlau. Der kann ganz weit spucken. Ja, das zeichnet schlaue Leute auch aus. Die können ganz weit spucken. Also soll ich euch was sagen? Ich kann so weit spucken, das sage ich euch lieber gar nicht, wie weit. Was kannst du mir denn über Captain Ketch erzählen? Das ist er da an der Wand auf dem Bild. Ja? Na, das ist aber interessant. Er war Kapitän auf einem ganz großen Schiff. Das hier ist sein Haus. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll, dass die hier in der Nähe ist. Das kleine Mädchen hat niedliche Sommersprossen, eine niedliche kleine Nase und die Augen eines KGB-Inquisitors. Um ihren Hals baumelt ein Kreuz an einer Kette. Na schön, solange sie nicht versucht, mich zu bekehren. Da fällt mir gerade ein, ne? Erinnert mich schon so ein bisschen an Pippi Langstrumpf. Und dann, die hatte ja auch einen Piraten als Vater, ne? Ist das ein Zufall? Ist das ein kleiner Gag auf Pippi Langstrumpf? Keine Ahnung. Kommt mir auf jeden Fall sehr verdächtig vor, oder? Was denkt ihr dazu? Eine echte Piratenschiffskarte. Nehmen wir die mal mit, oder? Dürfen wir? Oh ja, kein Problem. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Na, dann klatsch doch mal hier hin. Die Karte passt genau in die Vertiefung in der Oberfläche. Was machst du, Shorts? Ich lege diese alte Landkarte auf diesen Schreibtisch. Warum machst du das, Shorts? Weil sie ganz offensichtlich dafür gedacht ist, in diese Vertiefung zu passen. Wie bist du denn da drauf gekommen, du? Ist doch offensichtlich. Ist doch offensichtlich. Ich frage es nur, wir müssen doch irgendwas mit der Federhalterung machen, kann das sein? Nee. Irgendwas fehlt dafür noch. Wir gehen erstmal weiter, vielleicht muss die Feder ja nochmal rein, aber... Gucken uns erst nochmal um. Eine Glocke, ein Säbel. Haben wir hier hinten noch was? Nö. Ein altes Holzfass. Vielleicht stammt es von Ketchs Schiff. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch bloß Deko, ne? Autsch! Ich sollte es eigentlich besser wissen, einfach meine Hand da reinzustecken. Was ist denn drin? Oma Stobbart hatte mal ein widerliches Erlebnis mit einer Wassertonne. Ja, was ist denn da drin? Lol, George. Was auch immer in diesem Fass wohnte, konnte von mir aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drin wohnen bleiben. Alles klar, George, ich weiß Bescheid. Captain Frederick Ketch. 1570. Um seinen Hals hängt ein Kreuz. Wow. Es sieht exakt so aus wie das Kreuz, das das kleine Mädchen trägt. Ein Porträt von Captain. Das Bild wäre ein nettes Souvenir, aber es ist etwas zu sperrig für mein Reisegepäck. Das meinst du nicht ernsthaft, George, oder? Guck mal, ey. Also, dazu sage ich nichts mehr. Vielleicht stammt dieses Steuerrad von Ketchs Schiff. Plötzlich fühlte ich mich wieder wie ein Zwölfjähriger. Hart Steuerbord, ihr Süßwassermatrosen! Ei, ei, Captain Stobbart! Ach, der George ist Sie geil. Schafft es nicht mehr, Captain! Alle Mann von Bord! Na, das gefällt dir, George. Oh yeah, ein glänzender, sehr scharf aussehender Piratensäbel. Ja, den können wir, der passt bestimmt noch ins Inventar, es wäre oder? Einfach, sich diesen Säbel zu schnappen und ihn in meiner Tasche verschwinden zu lassen. Es wäre aber auch die bedauernswerteste Handlung meines gesamten Lebens. Eine Schiffsglocke. 2 Glasen und alles ist ruhig. Piraten waren cool. Piraten waren cool. So, was machen wir denn jetzt hier? Stecken wir die Feder wieder rein oder was? Wir haben, glaube ich, alles angesehen, ne? Würde ich mal so behaupten. Das Schreibpult ist offenbar genau nach der Karte zurechtgeschnitten worden. Oder umgekehrt. Das Schreibpult ist offenbar... Achso, ihr könnt da jetzt nichts mehr mitmachen, außer mit der Federhalterung. Aber was? Ein Halter für den Federkiel.
Stecken wir den Federkiel jetzt nochmal rein, oder was? Ah! Ach was! Was machst du jetzt, Shorts? Lass das, okay? Merk dir eins, die putzige Nummer mit dem Streichelkätzchenblick zieht bei mir nicht. Ich habe die Feder zurückgebracht. Bist du jetzt zufrieden? Willst du sie jetzt nicht mehr mopsen? Zum letzten Mal, ich habe sie nicht gestohlen. Da steht dein Wort gegen meins. Und von uns beiden bin ich diejenige mit den süßen Grübchen. Mit den süßen Grübchen? Das Schreibpult ist offen. Das sieht so aus, als gehöre das so. Also lasse ich das so. Ja, dann guckst du doch jetzt mal an, George. Och, Mann. Ah, vielleicht brauchen wir hier... Ne, das ist ja Blödsinn, oder? Ja, eben. Das sieht so aus... Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt. Aber was? Ach nee, oder? Nee. Das ist die elektronische Markierung, die Bronson für seinen Theodoliten benutzt hat. Na, ja, das ist die, die reflektiert, ne? Aber... Was bringt uns das? Gucken wir mal noch mal kurz in links in die Ecke. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Ja, ne? Ich habe gedacht, hier, das wirft irgendwie einen Schatten. Das bringt jetzt irgendwas, aber... Geh doch nochmal ein Stück nach rechts. Ich habe da was gesehen. Nee, noch ein Stück nach rechts. Naja, gut, dann reden wir nochmal mit ihr. Warum gehst du nicht raus zum Spielen? Tante Mina hat gesagt, ich soll keinen Unfug anstellen. Aber das heißt doch nicht, dass du drinnen bleiben musst. An so einem wunderschönen Tag wie heute? Es gibt Sturm. Ach Quatsch, woher willst du das wissen? Weiß ich eben. Ich kann die ganze Welt aus meinem Fenster sehen. Tja, also, wie gesagt, ich hab noch zu tun. Wir hatten noch zu tun. Wir haben noch zu tun. Dieses Kreuz, das du da umhast, Emily. Das ist mein Jesus-Glückskreuz. Genau so eins hat er auch Captain Ketch um. Mhm. Kann ich mir das mal ausleihen? Bitte. Gegen was würdest du das Kreuz eintauschen? Eines Hündchen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich gerade junge Hunde in meiner Tasche. Fällt dir noch was anderes ein zum Tauschen? Weiß nicht. Oh, ich glaube, ich muss mal kurz die Aufnahme beenden. Ich weiß nicht, vielleicht ist wieder irgendwie so eine Synchronisationsscheiße. Bis gleich. So, und weiter geht's. So, gegen was können wir denn das jetzt tauschen? Ein Höschen? Das interessiert sie überhaupt nicht, wetten? Vielleicht hast du recht, George. Das interessiert sie über... Das interessiert sie... Ja, ja, sehr gut. Aber was dann? Aber was dann? Das interessiert... Ah, es ist, glaube ich, wir haben im Moment nichts, was sie interessieren würde. Es gibt noch so viele Dinge, die ich diesem widerlichen Kind sagen will, aber ich halte lieber meinen Mund. Oh, Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, was man jetzt damit bewirkt hat mit dem Zeug. Habt ihr eine Idee? Wir läuten mal die Glocke. Wahrscheinlich bringt das gar nichts. Zwei Glasen und alles ist ruhig. Piraten waren cool. Piraten waren cool. Vielleicht stammt dieses Ich hätte ja gedacht, dass dieser Schatten von der Feder irgendwas bewirkt. Dass man irgendwas auf der Map sieht, auf der Karte, wisst ihr? Auf jeden Fall scheint der Federkiel nicht das richtige Objekt zu sein, was dahin gehört, offensichtlich. Aber irgendwas anderes muss hin. Es gibt noch so... Ja, dann red mal nicht mit ihr. Der Federkiel, den ich im Ketch-Museum gefunden habe. Ja, ne? Bronsons Theodolit. Ich bin nicht überzeugt, dass... Ja. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Das bringt wahrscheinlich nichts, oder? Naja.
wie zu erwarten war. Irgendwas muss da noch hin, damit es richtig ist, aber was? Habt ihr eine Idee? Sagt's doch mal. Kacke, 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 kacke. Das sieht so aus, als gehöre das. Das Schreibpult ist offenbar genau nach der Karte zurechtgeschnitten worden oder umgekehrt. Das Schreibpult? Naja. Was können wir denn mit der Federhalterung noch machen? Ich hätte gesagt, wir stecken das Ding rein, aber warum soll das damit was zu tun haben, ne? Das ist wieder so ein Item hier, dieser Pfeil. Das war das erste, was wir je bekommen haben. Das ist wieder so ein Item, das wird dann am Ende des Spiels irgendwann gebraucht. Ich schwör's euch, das war wie mit dem, mit der, was war das im ersten Teil, was man da, die Pappnase hier, die haben wir bis zum Schluss aufgehoben. Und dann irgendwann war sie nützlich. Aber ich glaube, wir finden jetzt nicht mehr die Lösung unseres Paradoxons hier. Irgendwie nicht so. Aber das ist natürlich nicht so geil, ne? Kacke, kacke, kacke. Was könnte denn... Naja, das wird mit den Säbeln auch nichts zu tun haben. Ein glänzender, sehr scharf aussehender Piratensäbel. Ja. Oh. Eine Schiffsglocke. Ein altes Holzfass. Vielleicht stammt dieses... Ein Porträt von Captain Ketch. Dass man sich das nicht mal anschauen kann mit dem Mauszeiger, wisst ihr, wie ich meine? Mal abscannen. Dann ist es wohl nichts Interessantes. Wollen wir wieder rausgehen? Ich weiß nicht so recht. Aber ich glaube, wir müssen ja eh wahrscheinlich erst bei dem Part beenden, ne? Wir gucken mal kurz raus. Wahrscheinlich dürfen wir es eh nicht. Oder? Nö, doch. Ah. Okay. Wir gehen nochmal ganz kurz zu Ryu. Ryu. Vielleicht hilft der uns. Na komm, spring mit uns, Bengel. Irgendeine Verwendung für einen Federkiel? Was bitte ist ein Federkiel? Sowas haben die Leute zu Captain Ketchs Zeiten zum Schreiben benutzt. Nö, da gehe ich lieber zum Fischen. Was gibt man einem kleinen nervenden Mädchen, das einen mit Fragen löchert? Versuch's mal mit einer Muschel. Schöne Farbe, interessante Form. Und wenn man sie ans Ohr hält, hört man das Meer rauschen. Ja? Wieso das? Weil man normalerweise direkt daneben steht. Cool. Hast du eine? Ja, aber die habe ich meiner Schwester versprochen. Die ist nämlich sauer auf mich. Warum ist deine Schwester so auf dich? Das Porträt. Naja, als ich gestern mit unserem Abendessen nach Hause kam, ist sie ausgerastet. Ryu hat sie gebrüllt. Wieso fängst du immer nur Pufferfische? Ich kann keine Pufferfische mehr sehen. Was ich will, ist ein leckerer Tigerfisch. Also komm gefälligst nicht wieder nach Hause, bis du einen gefangen hast. Ich weiß nicht, wie ich einen Tigerfisch fangen soll. Alles, was ich habe, ist eine Angel und ein Wurm. Was braucht man, um einen Tigerfisch zu fangen? Eine von diesen schicken Fliegen, die die reichen Angler benutzen. Fliegen? Hä? Was für Fliegen, Mann? Sonst will ich von Ryu eigentlich nichts mehr wissen. Eine Fliege? Wie kommen wir denn an eine Fliege ran? Ohne Ryu als Kapitän komme ich in diesem Boot nirgendwo hin. Ja, ich glaube, wir müssen hier dringend mal den Part beenden, ja. Nächstes Mal, im nächsten Part dann, wie gesagt, geht's weiter hier. Auf der Suche nach einer Fliege. Oder so. Oder vielleicht kommen wir auch anderweitig an die Muschel. Ich weiß noch nicht. Vielleicht können wir die irgendwie abluchsen. Ich weiß es noch nicht. Und ja, hier, wir haben schon fast 40 Minuten erreicht. Ich mach ganz schnell hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Kommentare, wenn ihr wollt. Und ein wunderschönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin Verity. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye bye. Und tschüss. Nee, es ging jetzt echt zu schnell. Dann müssen wir jetzt mal so machen. Tschüss. So ist es besser, oder? So ist es besser. Yeah.